So, jetzt widmen wir uns einem neuen Spiel und zwar dem Freundschaftsspiel zwischen dem Welt- und Europameister Spanien und der Mannschaft von der grünen Insel Irland. Das Spiel findet statt am 12.06.2013, 2 Uhr, keine Ahnung, wo das Spiel dann genau stattfindet. Ich kann ja mal versuchen, das für euch rauszufinden. Moment, lasst mich mal in meine Tasten reinhauen, währenddessen ich euch sagen kann, dass das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams am 14.06.2012 bei der Europameisterschaft 4-0 von den Spaniern gewonnen wurde. Und ich denke mal, das Spiel wird in Südamerika stattfinden, weil ja die Spanier da auch schon relativ bald am Confed Cup teilnehmen und deswegen dann dort wahrscheinlich sich dann da schon vorbereiten. Deswegen, ich sehe jetzt hier auch gar keine, bei Transfermarkt.de auch gar keine Statistiken dazu, deswegen kann ich euch dazu jetzt nichts sagen. Auf jeden Fall, was ich euch sagen kann, dass die Spanier 86% Performance haben, das bedeutet, aus den letzten 7 Partien haben sie 5 Siege nach Hause gebracht, 2 Unentschieden und ja, die Iren mit 3 Siegen, 3 Unentschieden und mit einer Niederlage. Und ja, deswegen mal im Detail die letzten Spiele. Also im Freundschaftsspiel gegen Haiti gab es ein 2-1 für die Spanier. Gegen Frankreich in der WM-Quali ein 1-0-Sieg. Gegen Finnland in der WM-Quali ein 1-1. Und in den Tests gegen Uruguay und Panama jeweils 2 Siege. Die Iren hingegen zuletzt mit einem 3-0 gegen die Färöerinseln und einem 4-0 gegen Georgien. Davor ein doch respektables 1-1 gegen England. Gegen Österreich in der WM-Quali ein 2-2. Da sind sie ja auch noch im Rennen um den zweiten Platz und dann gegen Schweden ein 0-0. In den bisherigen 8 Aufeinandertreffen dieser beiden Teams konnten die Iren jedoch noch keinen einzigen Sieg verbuchen. Es gab 6 Siege für die Spanier und 2 Unentschieden. Was mich dann jetzt auch zu meinem Tipp kommen lässt. Ich denke, Spanien wird es machen. Sie haben einfach die besseren Spieler und da gibt es eigentlich auch nicht viel drüber zu erzählen. Wobei man auch durchaus sagen muss, die Iren haben auf jeden Fall die besten Fans der Welt. Aber das wird ihnen jetzt natürlich da auf neutralem Boden nicht nützen und deswegen sage ich, Spanien gewinnt mit 3-1 gegen Irland.